Plöger oder Pluger, wie der niederländische Konzern selber sagen würde, ist bekannt für die Fertigung von speziellen Erntemaschinen. Eine Maschine aus ihrem Programm ist der AR4BX, ein vierreihiger Kartoffelvollernter mit zahlreichen technischen Raffinessen. Dazu zählen zum Beispiel die hydraulisch verfahrbare Kabine oder der zweiteilig geklappte Bunker. Für den Gutfluss sind in der Maschine drei aufeinanderfolgende Siebketten installiert. Je nach Ausstattung folgen dahinter verschiedene Walzenreiniger, bevor die Knollen im Maschinenheck per Taschenelevator nach oben transportiert werden. Auf der oberen Ebene fördert ein Bunkerbefüllband die Kartoffeln in den 14 Tonnen Überladebunker. Trotz seiner enormen Länge ist der Selbstfahrer recht wendig, was am Zusammenspiel zwischen dem drehbaren Terratrak-Laufwerk im Heck und den beiden gelenkten Vorderrädern in der Front liegt. Zu den technischen Besonderheiten gehören außerdem Details wie ein vollhydraulischer Antrieb, fahrgeschwindigkeitsabhängige Ansteuerungen, einstellbare Fallstufen oder der spezielle Taschenelevator mit einem inneren und äußeren unterschiedlich umgelenkten Riemen. Alle Besonderheiten im Detail lesen Sie in unserem Fahrbericht in der Profi. Zwei Nachteile verraten wir Ihnen aber bereits jetzt. Sowohl das Gesamtgewicht als auch die Außenbreite erschweren Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr. Eine Sondergenehmigung ist Pflicht, zumindest in Deutschland. Preislich liegt der Selbstfahrer in Vollausstattung bei sage und schreibe 615.000 Euro ohne Mehrwertsteuer.